Fairness, das ist eines der Grundprinzipien von unserem ProPlanet-Programm und deswegen passt es sehr gut, dass wir hier als einer der Hauptsponsoren dabei sind und deswegen wollen wir auch ProPlanet unter den Läuferinnen und Läufern bekannt machen, weil es einfach wirklich fair ist. Löffler ist ja hier ein idealer Partner. 80% des Textilianers, des Schneiders aus Österreich werden in Ried im Innkreis auch produziert. Der Rest kommt aus EU-Europa und das passt ganz gut zum Fairness Run. Hallo, ich bin die Juli und wir sind von Global 2000 dieses Jahr wieder beim Fairness Run dabei, weil wir finden, dass es eine super Sache ist und weil es total wichtig ist, dass sichtbar gemacht wird, unter welchen Bedingungen sozial und ökologisch Textilien, vor allem Sporttextilien, hergestellt werden und dass ganz, ganz wenig Wissen darüber herrscht, halt, wo die Sachen eigentlich herkommen und unter welchen Umständen die hergestellt werden. Hallo, mein Name ist Florian, ich bin von Fairtrade Österreich. Ich bin mit meiner Kollegin Annemarie da. Wir freuen uns immer, wenn wir zum Fairness Run kommen. Das ist ein Laufevent, wo die Fairness im Mittelpunkt steht. Und das ist auch das, worum es uns bei Fairtrade geht. Wir glauben, dass die Bäuerinnen und Bauern, die für uns Zucker anbauen oder Schokolade produzieren, dass wir auch die fair bezahlen sollten. Und deswegen sind wir heute da auf der Mariahilferstraße. Wir von ARA for Kids wollen Bewusstsein verschaffen, dass man Müll richtig trennen sollte und nicht einfach alles auf den Boden werfen. Hi, I'm Bibi from Fairphone. I came here from Amsterdam and we're here today with a lot of enthusiastic people showing the Fairphone 2, which is a modular smartphone made to improve and challenge the electronics industry and to be more fair. And fairness in our sentence is both social and environmental fairness, and therefore it fits really well with the event that is here today, which is the Fairness Run, of course. NAKU steht für natürlicher Kunststoff. Und wir produzieren aus Maisstärke Sackerl oder andere Produkte. Und wenn man es nicht mehr braucht, dann kann man dieses Sackerl einfach nehmen und auf den Komposthaufen hauen. Und es wird in den nächsten 12 Wochen wird es verrotten. Und wir wünschen allen Läuferinnen und Läufern natürlich viel Glück. Ja, Fairness ist uns ganz wichtig bei All I Need. Deswegen kriegen ja die Bauern was zurück von uns, von denen wir die Zutaten beziehen. Und All I Need gibt da den Sportlern den nötigen Kick und die Energie, um möglichst lange durchzuhalten. Aber das Wichtigste, es schmeckt einfach voll gut. Hallo, mein Name ist Helm vom Schlafstudio Helm in Wien 22. Wir unterstützen Fairness Run, weil einfach Schlaf genauso wichtig ist wie Sport und Ernährung. Und der richtige Schlaf ist einfach bei uns wirklich ausgearbeitet und dass die Ergonomie auch richtig abgestützt ist. Angenehmes Schlaf wünscht traumhaft Schlafen Helm. Ja, wir von Lemonade und Charity sind dieses Jahr auch wieder beim Fairness Run dabei, weil beim Laufen schwitzt man natürlich viel und da ist Trinken immer gut. Und was gäbe es da Besseres als biologisch angebaute und Fairtrade gehandelte Limonade?